seid nur 9 Uhr, oder was? Verstehe. Macht das unter euch aus, also. Ist das irgend sowas wie Leverkusen und Köln? Nein, bitte, 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 bitte. Okay, okay, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Also, jetzt, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass diese Tournee vermutlich bis kurz vor Weihnachten gehen wird. Und dass wir natürlich auch noch einige Stücke, einige Shows in eurer Gegend spielen werdet. Ja, und wo ihr natürlich vielleicht auch mal hinkommen könntet, ne? Weil das wäre ja ganz schön, wenn wir uns noch mal sehen würden. Ja, das hier ist der letzte Gig vom ersten Tourblock. Wir verabschieden uns jetzt in die Fußballpause und wenn das dann vorbei ist, dann geht die Tour auch weiter. Und dieses Stück hier werden wir unserer Crew widmen, die im ersten Tourblock Unfassbares geleistet hat, die wunderschöne Sachen für uns zustande gebracht hat. Ohne die Crew könnten wir das alles nicht machen. Ja. Während des Sommers werden wir diese Projektionen leider nicht haben, weil wir spielen noch oft draußen und da geht das eben nicht, da geht das wegen Lichtverhältnissen nicht. Also deswegen müsst ihr heute noch mal hingucken, was da hinten alles jetzt beim letzten Lied projiziert wird. Das sind wunderschöne Sachen, zum Beispiel das erste BAP-Plakat, das ist dieses hier. Ja, das ist ein DIN A2-Plakat, das habe ich selber kostengünstig gemacht und unten für alle Fälle schon mal Kölschrock draufgeschrieben. Ja, und da konnte man dann in dieses B konnte man dann reinschreiben, in welcher Kneipe wir gerade gespielt haben. Und das Stück, das wir jetzt hier spielen, das habe ich 77, 78 geschrieben, wahrscheinlich unter dem Einfluss vom Jackson Brown Album Running on Empty. Und sowas musste ja auch her, weil wir waren ja sehr romantisch. Wir haben ja Welttourneen in der Kölner Südstadt gespielt und wir waren ständig unterwegs on the road. Also wir haben zum Beispiel donnerstags gespielt im Klotwig-Eck und dann schon am nächsten Sonntag gegenüber in der Opera. Und manchmal haben wir auch auf Straßenfesten gespielt, die waren dann schon etwas weiter weg, das war so 600 Meter Luftlinie in der Zwirnerstraße. Da gibt es ein sehr schönes Foto von ganz am Schluss, das ist mein Lieblingsfoto. Das ist übrigens der Auftritt, das ist nicht der Soundcheck, das war der Auftritt. Ja. Und dann haben wir auch gespielt, wir haben auch einmal den River gecrossed, ja, da sind wir, ob die Schelsicki fahren, und da sind wir in der OT St. John in Stammheim, und Stammheim, das war so die Bronx, ja, das war schon alles recht gefährlich, sehr geheimnisvoll, aber wir haben die weite Welt gesehen, ich kann das sagen. Wir sind bis kurz vor Leverkusen gekommen. Hey, ja, okay, wisst ihr, was ich meine? Dieses Lied hier ist eigentlich schon viel zu alt gewesen für unser erstes Live-Album von 83, aber da ist eine Version drauf. Ich empfehle, wenn ihr dieses Live-Album bis demnächst habt, mal dieses Booklet aufzuschlagen. Ich habe es letztens nochmal aufgeschlagen, ich bin tot umgefallen, es war unfassbar. Ja. Da ist der LKW drauf, ja, der LKW, das war meine Kastenente beispielsweise. Da ist der Angelito, der Wirt, der Sohn unseres Eckwirts, da ist der Bernd. Was hat der Bernd gemacht? Der Angelito hat die Kabel rausgezogen, der Bernd hat den Bus geholt. Welcher Bus zum Teufel? Wir hatten keinen Bus, aber ist egal. Wir waren Jackson Brown. Wir waren Running on Empty. Okay. Wenn wir hier fertig sind, setzen wir uns jetzt ins Sinn, schwadern durch, wie die Türkei gelaufen ist. Drecken unsere Biere rein, schnappen Luft und rauchen ein. Und dann noch, da wird die aufgebaut. Der Angelito trägt der Kabelrost. Und in der Zick rollt der Bernder Bus. Letzte Lied zu Gorben, dann ist sie 4 Abend. Dann jede Tee, hey, noch der Mann, noch der Frau, noch bei mir Arsch im Bett.
eingebaute Russi-Drache. In der LKW rennen ihr Laden. Der Stress ist uns. Tschüss, bis am Donnerstag. Donnerstag, der nächste. Aber wieder höchste Zick. Da man die Bühne breiter spürt und das Publikum. Mit Männern und Spaß und nur das Trick. Sieben Köpfe sind hell für die Musik. Das letzte Lied zu Gorben, dann ist sie vier Augen. Dann jede Tee, ein oder Mann, oder Frau. Bücher sind und ihr im Kopf dieselbe Dinger drin. Und dann nehmt ihr ein schönes Bisschen jetzt die Summe. Wenn wir wollte nicht Messias sind und wer ihr tot hat oder Leute jetzt sind, und wollte nur verzählen, was am Ende auch nicht passiert. Bis demnächst. Es war schön.